Gibt's keine Ausgabe oder wie? Der Spitter. Und jetzt beratet er mich schon wieder in die nächste Gegend an, dass ich überhaupt was von was er sich kriegt jetzt. Quer durch Brittany. Juhu. Ich glaube, ich weiß, wieso sich der Dame gemeldet hat. Wieso? Weil er Geburtstag hat. Heute. Ja, glaub schon. Heute müssen wir fast gratulieren. Captain Copernicus. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Was ist bei uns in der Nähe? Weißt du, da sind so viele Wege. Bist du jetzt in Brittany oder von Harvard? Ich stand in Brittany momentan, das ist ja aber. Da kann ich in die Central City und was Gott wo an, aber raus kann ich irgendwie nicht. Ich will raus! Ja, wir haben es halt mal mit Vespa. Wo ist Vespa? Vespa? Kein Tau, Alter. Vespa hat es früher schon gegeben, aber das war irgendwo ganz anders. Also gut. Ich hast du mal geschaut, ob Pflanzen noch gewissen muss? Ich bin gerade schon am Stream einstellen. Und danach gehen wir mal Pflanze gewissen und das ganze Zeug muss halt so aufhalten machen. Verfickt, jetzt stand ich in irgendeinem Riesengebiet und hier los. Sehr schön. Kann was. Aber zumindest schon mal glaube ich, dass das die gleiche Map ist, als wie unsere Stadt draufsteht. Weil ich sehe da den Hafen. Probier mal. Ja, und da ist mein Häuschen nochmal gewesen. Ich war heute schon in der Ding, in der Etceter Mainz. Geister sind einfach ein bisschen zu viel für mich, also sagen wir, wenn sie im Doppelpark sind. Die Etceter Mainz muss in dem Fall immer die Goldmine, oder? Ja, das ist Etceter. Da gibt es ja gar keine zweite. Nein. Etceter Crag Mainz, das sind diese Minen, ganz genau. Und jede Mine hat einen eigenen Namen. Entweder noch eine Stadt, die in der Nähe ist, oder noch Foothills, die vor der Tür sind. Ja. Ach genau, dann hier noch 120.000 am Abfunder. Sehr schön. Der kann sich ja nichts, oder? Nö. Nö. Ich hab tausend von dem Aber geklopft. Bis er endlich einmal zugeschlagen hat. Tausend hast du Aber geklopft und danach hat er gedacht, so, jetzt hitten wir mal und dann warst du tot, oder wie? Nee, wir sind ja gut überlebt. Ich bin ins Wasser gekommen und ich hab probiert zum davor schwimmen. Jawohl. Denn er hat irgendwie keine 5 Sekunden gedudert und ich war schon meilenweit weg, als ich tot umgefallen bin. Sehr schön. Kann was in dem Fall. Ja, ist ein kleines eigenartiges Fixie.
Der lupft irgendwie den Fuß, lädt eine halbe Stunde in die Höhe und wenn er halbwegs dampft, dann geht die Druckwelle weiter, das wie der halbe Kontinent. Ist auch eh mal angesetzt in dem Fall. Ja, ich weiß nicht, ob es auch ist oder ob er direkt avisiert dort damit. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Du siehst keine Effekte, gar nichts, du kriegst bloß 160 Schaden. Jetzt mal. Ja, das ist verkraftbar, aber nicht lang gesund. Irgendjemand hat mir eine Friend-Request geschrieben, aber keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich hat er den hilflosen Irren in der Gegend um Irren gesehen und hat sich gedacht, bei dem Armen muss jetzt einfach helfen. Sag mir halt, wo mit der über den Weg laufen sie soll. Gute Frage. Okay, schauen wir mal, was ich weiß. Ich war heute nämlich bloß eine halbe Stunde lang Multiplayer online. Das hört sich ja. Ah, ich muss so schnell. Genau. Oh, jetzt drücke ich wieder die ganze Zeit in die Knöpfe, zum irgendwelche Sachen aufmachen. Philly, wieso sind meine Bags jetzt auf einmal rot oder beziehungsweise orange? Weißt du das? Weil sie jetzt unter Support geführt werden, oder? Keine Ahnung. Ich hau jetzt einfach mal da ein paar Pocket davor da in die Futterkrippe und da wieder. Hier. Yeah. Pflanzen gießen, juhu, juhu. Machen wir noch Botanik. Hat das einen Grund, dass wir nicht alle Plätze gesiedet haben? Nee, müsste teils bepflanzt sind, wieso was soll nicht? Achso, dann sind die bloß nicht gewachsen dann. Ja, der die Hinter da, die muss alle gießen, da ist statt überall eine Garlic. Growing Garlic Plant, Growing Garlic Plant, Growing Garlic Plant. Nicht fuller Sackspieler, bloß weil man nichts sieht. Ja, das muss man grüßen, damit man ja sieht. Es wird alles überbewertet. Klar, dass du keine Pflanze siehst, wenn sie alle, alle vertrocknen lässt. Ja, ich war noch nie der Botaniker.
der Großteil war schon gewässert, also ganz selten, dass es einmal nur mal akzeptiert wird. Okay, aber manche hat er akzeptiert, den hat der Mine nämlich Toni genommen. Was? Ja, aber es ist einzeln. Dort drum ist nämlich gegangen, Robert. Weil ich eine neue Technik herausgefunden habe. Bewässern tut man nicht mit der Maus, bewässern tut man mit der Tastatur. Echt? Ich mache das die ganze Zeit mit Echt? E-Enter. Ja, aber meine ja. E-Enter. Nicht mit der Maus, sondern mit der Tastatur. Wieso hängt mein Umfang in der Hüfte fest? Sehr schräg. So ein Krampf, Mann. Mit so einer Bank von Hintereingang. Kann man sie befallen. Immer in so einem Latsch. Ein Hintereingang dort? Ich sehe, man putzt auf den Hintereingang. So, Ersatz. So, sollen wir jetzt einen Sprung bei unserer Goldmine mal vorbeilogern? Ja, können wir. Jetzt mal schauen, ob es funktioniert. Wie gesagt, der Lurnik, ja, ich scheitere halt gerade. Also, sobald ein zweiter Ghost kommt, wird es kritisch. Und wenn dann nur irgendetwas dazu kommt, dann ist es sowieso schon. Ende Gelände. Scheint so ein kleine Happy irgendwie mit dem Ding da. Scheiße, jetzt ein Tools vergessen, wieder zur Bank. Ha. Im Gegensatz zu dir ist mies wirklich rennen. Haha. Aber du hast ja keine Ahnung, ich lauf mit Gewicht, das siehst du gar nicht. Immer voll entspannt. Tiefenentspannt, ja, sehr schön. Ja, und in der PvP-Arena steht aber dieser Obsidian-Ding da. Schmiede. Ja. Weil die heißen ja alle Obsidian irgendetwas, diese ja. Shardfalls. Also ich bin mal Richtung Tor unterwegs. Also ich bin schon da schon. Jetzt tue nicht so. Jetzt sehe ich doch gerade am Blood River vorbei. Das ist schon fast bei Aridun. So.
Entladung. Ich hab keine Ahnung, wieso mit dieser Generally Better Sargschlief wird. Vielleicht hat er irgendeine Beziehung mit davon, weil er denkt, du bist ein Schicker. Keine Ahnung, kommt für die Philippinen. Cool aus. Hey, der Hunger machen sie momentan der Hafen andauernd größer. Keine Ahnung wieso. Oh, Duna, bitte, Ding, in Xenos bauen sie der Hafen momentan dauernd um. Okay, vielleicht passt da nicht. Nee, da sind Städte dazugekommen. Da sind neue Städte, neue Inseln und so weiter umeinander. Okay. Und dementsprechend haben sie die ganzen Böte verrückt. Schauen wir mal, ob wir den Weg finden. Im Buch. Wie haben wir hier jetzt das falsche Boot angeklickt, glaube ich. Gott sei Dank im Fall in die falsche Richtung. Es war wieder mal sehr viel für der Mone Ding im Werk. Hätte man es ja denken können. Ja, die Red Sashes Sammler ist ein kleines beschissen irgendwie. Und das Ding kommt schnell an, aber irgendwie lässt er das nicht immer abgehen, des Korps wächst. Weil er behauptet, du hast es vom Händler gekauft und nicht für die Skelette. Ja, blutet. Ja. Klave. Cheater. Sehr. Ja, dann haben wir heute noch das Thema mit der Kündigung erledigt. Was für Kündigung? Ja, ich muss ja offiziell bedingt kündigen. Ach so. Ja, Alter, irgendwie bin ich total verpeilt. Schau doch mal, ich bin jetzt in West End. Ich würde Arin. Übrigens ganz südlich. Da ist nur noch West End. Nö, bist du auf falsche Straße nachgelaufen, wenn du in West End gestorst. Das ist immer zu sehen, West End auf der Karte, wenn du was im Beleg ist. Du bist das auf jeden Fall in der falschen Ecke, das garantiere ich. Ich weiß nicht, was scheiß Karte auf, man. Ja, na echt jetzt. Das ist der Dober. So. Ja, genau, heißt du verlaufen. Nicht verlaufen, ich bin nur zwar nicht wieder da bin. Ja, aber du bist, du hast gemeint, du könntest einfach geradeaus abrennen, wie macht die Straße eine Kurve? Jein, an der Küste entlang und einfach der Straße folgen. Dann guckt man zu Dead End. Das sind ja noch nie gesagt.
Aber sie sieht die so gerne, bitte in die falsche Richtung verwandt. Ich bin am Stream. Mann, hey. Ich hätte alles im Plan, Lüt. Ich hätte alles im Plan. Welche Schiffle war es nochmal? Das, was automatisch das Falksche wegen dem Segel vom anderen erwischt. Also, ich also musst du richtig, richtig positionieren, damit das anklicken kann. Scheiße. Perikalia nennt sich das Falksche. Und das Richtige? Du musst nach Elysium, oder? Elysium? Ah, jetzt müsste das ganz linke sein, dann. Und für Elysium musst du noch das Schiff nach Etceter suchen. Das ist bei Xenos unter. Der Philly Guide funktioniert ja. Der ist ja gar nicht so mies, wie man denkt. Im Gegensatz zu anderen Pepe-Rezepte und so im Kopf, was? Spargeltarzan. Das ist mit Hirn da, mal zumindest Zitter, wie es. Ja, ja, eh klar. Also ab in die T5-Mine und schauen, was los ist. Kriegen wir sehr gerne Übungs. Ich renne einfach mal schon bis hinter durch. Na Mann, ich kenne ihn wirklich. Ja, der. Linke Seite. Einfach links, 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 oder wie früher. Links, 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 bis Tür finden, schau der Top ist. Perfekt. Dann bin ich Tür da. Das hört sich sehr nobel an. Da rennt der kleine Punker schon. So, jetzt bauen wir das um. Die sind aber nicht nett, Phil. Die sind gar nicht nett. Was? Außer mir, die das falsche Deck sind. Die nativen Deck sind. Schauen wir mal, wie weit das du kommst, wenn ich schon so knapp unterwegs bin. Ja, den haben wir heute noch für das, für das Kartenspiel da dazu Beta angemeldet, mal. Am Handy oder wie? Ja, halt so allgemein. Einfach mal, da wusste ich mit Beta so, da habe ich, Alter. Warte. Ich liege nicht tot aus, also wie du. Ah, fuck, man, was ist denn ein scheiß Deck für dir, denn, Alter? Echt kurz gleich. Und ich kann es nicht weg, klar. Erster Tod. Gestorben am falschen Deck, sehr schön. Okay. Ach, was? Immer dasselbe, Unfähigkeit des Nutzers. Mhm. Das gleiche wie bei mir. Oh, das stimmt.
Als wenn ihr zweimal links lauft, dann stand ihr mitten in der Botanik. Ja, wieder links, einfach links zur Straße, noch links, 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 und dann kommt links irgendwann noch ein ganzer Hof Skelette kommen, die dir fast töten, oder sie wahrscheinlich tötet händ, kommt irgendwo auf der linken Seite eine Höhle. Wenn sie kein Problem gewesen, spargelt da sind. Und wenn es weitergerannt wäre, ist tot, anstatt umdrehen, dann wäre ich direkt ins Sand hineingelaufen. Das vor dem Höhleneingang steht. Ich wollte nicht sterben, aber es war sowieso schon unvermeidlich. Dahinter prügelt sich immer mit dem Ghost, das muss ich ausnutzen. Also, der hat schon mal ausprobiert, was passiert, wenn die Kiste tot ist. Die ist gerade vorher gestorben, weil. Ah, okay. Und ist jetzt wieder da. Ja, ich sehe, ich habe das Ding noch nie probiert. Oder war da hier nur ein Spot? Ich weiß es nicht. Da müssten normalerweise mehrere sein. Vielleicht passt es mit dem Timing gerade nicht oder so. Wir sind ja solo drin eigentlich. Ja, die haben sich da mit einem Ghost und so schnell etwas prügelt. Ja. Okay. Oder jetzt sagen wir so, ich glaube, einige Skelette sind da auf die Typen gelaufen. Was mir lustig tut, die Spots für die Decke haben sie alle entfernt. Schon? Ja, hast du schon mal gesehen an der Decke wieder? 7 Päckchen Nummer. Das sind doch voll wenig. Die haben da einiges weggenommen. Nein, wir sind frisch hineingekommen. Das ist immer, wenn du frisch hineinkommst. Wenn du frisch hineinkommst, ist nur ein Drittel der Spots belegt. Alter, und du rennst schon der Hälfte von der Harvest-Ding. Schaut euch Eisen. Zweimal an der Wand, bist du direkt vorbei. Ja, einfach, also, wenn du die machst, dann nimmst du die Tür auf. Ich muss startklar sein, jederzeit, wenn ich da schreie für irgendwelche Slimes, weil Slimes töten uns. Wenn man nicht sofort das Meinen unterbrechen und Sam auf dir kommt, keine Chance, um sie bekämpfen. Okay. In dem Fall recht ungesunde Zeitgenossen. Ich überstande nämlich nicht lang genug. Also. Ja. Also wenn ich mal Slime dann einfach in meine Richtung renne, dann komme ich eh schon in die Richtung, damit wir das Ding zusammen irgendwie abblocken können. Ja, der Vorteil ist halt, dass wir jetzt da ohne Nervetier eine kleine normale EP machen und nicht nur Crafting EP, gell? Das stimmt, ja.
Ja, Dinge hätte ich jetzt alle gekauft, die gesamte Skills. Vom Blunt. Ah, okay. Sehr wichtig. Und auch die Lexen für die schwere Rüstung mal erlernt. Ja, das jetzt wäre ein Tipp. Aber wie gesagt, das ist ein Drittel. Du musst einfach davon ausgehen, wir müssen jetzt mindestens eine Stunde hier sehen, in deiner Höhlen, bevor der Respawn wieder richtig einsetzt. Ja. Und dort dafür belegt der Respawn mehr Plätze noch haben. Ist eh klar, aber die für die Decke, die sind ja komplett weg. Die waren am Anfang schon da. Da waren immer drei oder vier immer pro Raum und das fällt jetzt einfach komplett. Genau. Also keine Ahnung, was für eine Begründung das dafür hat, aber die meisten Spieler haben ja auch gemeint, die können wir nicht harvesten. Also das ist ja auch dem Olaf von Berner so gegangen. Die kann man nicht harvesten, okay? Ja, ja, die sind immer da davor gestanden, wie soll das gehen, das erreichen hier. Und wenn du nicht richtig gestanden bist, scheint sie ab und zu auch nicht funktioniert, also. Und die haben da schon mehrere gesehen, wo ich auch im Multiplayer nachgelaufen bin. Und da sind einfach die Spots oben, sind immer geblieben. Die haben fast keiner von denen abgeholt. Hast du alles, oder? Nein, da müsste noch ein Raum sein, oder? Ja, ich suche gerade. Ich suche den letzten Raum hier. Da sind alle vier, auf der anderen Seite sind zwei und dann müssen wir einen Kerl haben. Genau. Renn mal ganz schnell. Nee, brauchst du eine andere Deck. Ja, komm. Da ist zu wenig Damage im Dich. Das kann jetzt sein, dass wir relativ weit rennen müssen, gell?
mal Leutzenbo. So, gibt schon ein paar Minuten. Oder wir müssen einfach die sehen. Also, ein paar Minuten muss ich ja nicht gleich ein komplett neues bauen. Nein. Also, ja. Nein, ich nehme eigentlich nur das Wohne. Und du schnell das wichtigste Zeug ergänzen. Schauen wir mal, ob das was bringt. Ist halt eigentlich nicht sehr interessant für deine Zuschauer, gell? Eigentlich sollte man das Zeug streamen, denn. Ja, aber. Aber gehört genauso dazu. Es ist halt. Es ist. Schraubt. So, da hätte ich zu wieder machen können. Was jetzt bricht es nämlich mit dem Kampfding ab. Was für ein Kampfding? Ja, du kannst den Kampf nur die MP verwenden, nicht rein, weißt du? Wenn ich nicht anfange zum Spitzhack verwenden. Wieso, du sollst sie nicht verwenden? Ich wollte mir nur buffen, dass wenn ich jetzt da das Fight lernen, dann ist gut verstanden. Weil, sobald ich nämlich irgendwo meine, ist mein Kampfmodi weg und dann gibt's wieder ewig lange Leiste, bis ich wieder kämpfen kann. Okay. Hose, du hast andere Decken, aber das dazu nicht. Echt jetzt? Das ist nur ein kleiner Wechsel. Sind ja die? Ich muss nicht abschauen. Da muss ich bloß die ersten 5 Knöpfe da komme ich zurück. Luna. Klar. Das echt passiert für selber noch. Ja, genau. Da könntest du fast mal noch, du kämpfst für die andere. Warte, ich kämpfe für mich und das nutze ich am Lot aus. Das war's. Hi-Hack, so Games. Ah.
Also mach vorwärts. Das sind wir schon wieder durch. Ja, da gibt's noch einen Spot. Jetzt müssen wir runter in den nächsten, oder? Im nächsten Stock. Zwei haben wir da gemacht, oder? Ja. Apropos, der Hunder sollte spüren, alle finden Schmitten, ja? Meins, ja. Kerzen, weil in dem Ort der Hunder ist irgendwo dieses besondere Buch, das eine Questreihe fürs Mining startet. Okay. Aber, frag mich nicht wo. Ich kenne da ein paar Plätze, wo Bücher sind, also da um die Ecke ist zum Beispiel noch mal lernen, aber der ist mir zu nervig zum Hinegehen. Sitze die Gegner pufft haben. Wir müssen da jetzt zu zweit. Komm rein. Ja, da so hinter. Wo? Ja, da wo die ganzen Stoffballen und die Walker und so drinnen sind. Da hinten sind noch mal Bücher und. Genau, da waren noch die Rezepte für dieses Tempest Tree Gam und so weiter hier noch. Ja. Stimmt. Das Bild wäre cool. Ja, da wären ein paar Sachen, wo cool wären. Mhm. Die Tomaten da kann ich wirklich verwenden, wenn ich mir recht erinnere. Nein, ist nicht nur Zirde. Und alles, was du für da mitnimmst, Zirde kam ab. Nur so als Tipp. Sehr schön. Sehr schön. Hoffentlich eine lang genug gewartet, dass du alles reinpackt, ja schon. Es ist mir. Halb so tragisch. Ich habe von Haus aus nicht viel Karma, also egal. So, gehen wir mal schauen, was der nächste Stock ist. Also keine Ahnung, da sind halt die vielen Nervengänge, ich bin da glaube ich noch nie überall gesehen in den Ecken hier noch. Ja, ja, mal schauen. Jetzt runter. Außerdem, du bist ja blinde Nuss, du hast behauptet, du hast die ganze Gegend der Hunde durchsucht und hast bloß eine Höhle gefunden. Schau mal hinter dir, was ich tue. Wieso? Höhle, Slime füll. Oh. Ist bloß ein Geiler. Den kriegst du nur nicht tot. Das sind böse. Nein, nur die Orange. Die gelbe, das ist die letzte Stufe. Alter, man bewegt den Arsch für ein scheiß Türwerk und helfen voll verreckt. Gut gemacht, Fee. Big up. Nur die gelbe oder die orange. Alter, der hat mit dem ersten Schuss schon gebracht. Du sollst ja nicht vorrennen und pullen, du bist kein Tank. Nicht, hey, da hätte ich was falsch verstanden. Hätte ich zuerst mal Charakterbeschreibung lesen sollen, halt. Scheint so. Aber jetzt ist das Problem.
Was für ein Problem? Dort auch nicht zurück, wo du herkommst. Dort steht es an. Das Anklage aus jeder Richtung irgendwie raus. Ja, aber dort auch nicht zurück, wo du herkommst. Nicht irgendwo anders. Da der Gleise entlang, wo dein Körper liegt, einfach bloß. Und du kommst direkt zum Ank. Immer nur der Gleise entlang. Das ist der Trick in deiner Levels 100. Wenn du einen Eingang oder Ausgang suchst, dann musst du den Gleise folgen. Okay, machen wir es mal. Wieder an derselben Stelle. Sorry für das Rumhirn hier und hier, aber geht gleich weiter. Also bis jetzt kann ich das Ank noch nicht gefunden hier. Und gefunden hast du Ank komplett am Arsch der Welt, oder? Na, da wo wir runterkommen, Lava-Müll, Mann. Ich dachte ja, wie du da irgendwo laufst, wo... Jetzt laufst du ja doch mit euch. So ein Quatsch, Mann. Ist das geil gewesen? Das hätte ich jetzt hören sollen. Dein Name ist jetzt irgendwie quer durch die Höhle hin und her geirrt, einmal durch mit durch und dann ist einfach oben wieder runtergekommen. Okay. Das war so, war richtig cool, also, ja gut ausgeschaut. Da kommt jetzt so ein Slime, von dem ich geredet habe. Ja, war richtig cool. Mir reicht der erste schon, jetzt schauen wir mal, was der zweite kann. Ich renn mal, ich kann ich aber nicht. Sieben Punkte. Das hebe ich nur beschränkt aus, nämlich mit deiner Jungs. Sind sie alle da? Ja. Geschichte hier. Also wie gesagt, und die kommen teilweise jetzt noch zu zweit. So ein Slime und ein Ghost, so ein Slime und zwei oder drei Skelette kommen in die unteren Räume sehr wahrscheinlich immer pro Raum. Hallo Leute. Also es kann sein, dass wir das dann nachher einfach knicken müssen, weil es nur mal weitergeht in Kalabe. Wir schauen jetzt einfach, wie weit das wir kommen. Wir sehen ja, was hier rauskommt. Also das letzte Mal bin ich gescheitert vor dem Keller. Mhm. Die im dritten Stockchen plus unnünzigen Raum herbraucht. Respawn. Sehr schön. Dich gebracht statt mich. So eine Scheiße. Das Teilen ist so hart. Thank you.
weiter und weiter und weiter teilen. Das ist so übel. Alter, wie gesagt, da gibt es keine Wiederkämpfe oder sonst was, du siehst eh, ich überlebe das gerade mit Mühe und Not jedes Mal. Ja, ja. Und push echt aus, was ich zur Verfügung habe. Das muss halt blitzschnell gehen. Weißt du, ich habe jetzt vorher schon einen Trank getrunken, beim ersten. Der GZ wenigstens herrscht schon mal einen Trunken. Sie sind nicht nur verzehrt. Ja, es war versehen, beim da vorne. Ja, das haben wir schon. Ich hätte einen statt Push-to-Talk hier eine Waffe wegstecken gedruckt und als nächstes war halt zufällig der Knopf. Der Trank im Weg. Weißt du, was das ganz Üble an der Slimes ist? Die Orangen haben geklaut. Krass. Ich glaube, wir sollten kleine Dialekt reduzieren, wenn es geht. Nicht gerade die erste Wörter in der Woche. Du übersägst notfalls. Genau. Den Kauder willst du übersetzen. Schau, wie es einen Doktortitel hätte. Siehst du, dann kannst du ja an deine Zuschauer abtreten, den Doktor. Ich bin nämlich echt grottig schlecht in dem, dass ich Hochdeutsch schreite. Das ist schon. Aber es geht mir genau gleich, aber trotzdem. Ein paar Brücken kann man ja. Für alle, die aus Deutschland kommen, hier könnt ihr gescheite deutsche Sprache lernen. Alles an Crowd Control gespielt, was ich habe. Ist zäh. Das ist echt zäh zum Teil. Eben, so meine ich, dass hier unten ist, im Gegensatz zum Anfang, als wir hier runtergekommen sind, echt kein Kinderspiel mehr. Nee. Am Anfang war das Unterhaltungsprogramm, weil hier rannte ein einzelner Sack, zwei rum und vielleicht noch ein Bandit und mit in jedem Stockwerk zwei oder drei Slimes und damit hat sie sich das. Im dritten Stock warst du schon überfordert, weil zwei Ghosts zusammen unterwegs waren. Die gibt es seit dem letzten Patch in jedem Raum, entweder ein Slime oder ein Ghost. Die Slime sind echt üble Zeitgenossen. Da ist wieder ein Slime-Dinner. Oder hin richtig, ja.
Also direkt weglaufen, tue die hinten buffen und lass mich noch hallo weglaufen, so dass er uns nicht gleich aufhält. Gleich kommt die Tür auf. Achtung, jetzt. Ich drück dir auch noch Buff hin. Sie nehmen gleich viel. Vierer. Am Schluss. Wenn er sich komplett aufteilt hat. Ja. Boah, irgendwie ist die Kammer echt scheiße leer. Komm gleich raus, bevor der nächste für deine Deppen spawnt. Das Gemüsebeet. Achtung, Slime! Ja, so viel Material wie früher kriegen wir echt nochmal zweimal, aber nee. Immer noch ein bisschen was. Ja, ja. Besser als gar nichts. Außerdem haben wir ja relativ, jetzt sagen wir, mittelmäßiger Skill mittlerweile. Stell dir vor, du musst das mit am Anfang auch so machen. Jetzt ist die Frage, sollen wir runtergehen oder nochmal hoch? Oh, Slime ist hier viel. Thank you.
einmal nicht aufpasst und die Slimes rocken dich weg. Selbstmord! Sebi, durch den großen Raum durch. Direkt geradeaus, da müsstet eigentlich. Ne, da ist krank. Schade. Ne, ne, das war da links, Ina. Ja, ja. Und wieder zum Eingang zurück. Ja, bloß den fühle ich meistens. Achso, du musst über die Rampe hoch und dann einfach den Gleisen folgen. Da kommt in dem großen Raum mit dem Wasser ist so eine Rampe, da die Rampe hoch und dann einfach gerade aus dem Gleis nach, dann kommst du zum Ding. Zur Leiter. Ja. Vielleicht sollte man sich hier mal ein Brot einbauen oder so. Macht nicht viel Unterschied, weil die Typen killen mich, bevor das Brot wirkt. Okay. So heftig in dem Fall. Lasse ich es eigentlich meistens weg, weil es macht echt, für mich macht es mal fast keinen gefühlten Unterschied. Ja. Okay. Ja, das ist gut möglich. Hin wieder krassen die so. Kriegen die so krass rein. Ist ein Slime in der Ecke um. Das ist egal, einfach die Stiege anklicken. Wenn es denn gehen wird. Ja, unter Stock. Nächste Baustelle. Okay, runtergesprungen und überlebt. Muss hier schnell noch was umändern. Da muss man sich erst hier mal durchwühlen. Ich glaube, es sind drei Wände, oder sind das? Dann kommt ein Zwischenraum nochmal.
Ich schalte gleich in Kampfmodus, falls das Gespenst nachher direkt vor der Tür wartet. Klar. Wird sie jetzt gleich rausstellen. Hier vorne ist noch eins. Okay, warte kurz. In der Eisen. Das war die Türe, okay. Haben wir die schon mal aufbekommen? Nö. Nee. Nicht, oder? Ich lasse eine Quest dazu. Keine Ahnung, wo du die bekommst, aber. War aber auch noch nie im Gang. Oder? Was? Hier waren doch drei. Da ist immer Kupfer. Aber drei? Ja, sicher. Immer. Zwei, oder? Der Raum. Nur der Raum. Und in dem Raum gibt es kein Iron, sondern nur Kupfer. Das ist der einzige Raum mit Kupfer in dem ganzen, in deiner ganzen Minen. Sonst gibt es da hier nur Gold und Ding. Darum war ich ja am Anfang immer so scharf, zum mit der hier noch aufstellen. Das ist aber da war doch früher nicht. Ne. Immer nur Kupfer und Gold. Der Raum hat nur Kupfer und Gold und die anderen haben nur Gold und Iron. Ja, du bist der Meiner. Ach, du musst es wissen. Sie haben nur die Menge verändert, aber sie haben nicht das Grundding verändert, was in welcher Ecke nicht war. Da mal Goldmine oder Kupfermine zählen, speziell Kohle. Ja, das war halt früher mein einziger Spot, wo ich mehr Kupfer herkriegt habe. Dann bin ich ja auch immer dahin gesehen.
So, das war's hier. In dem Fall. Schauen wir mal weiter. Da hat wieder jemand meinen Buff geleached. Nichts dafür, wenn du in die falsche Richtung schaust, beim Waffen. Bist bereit? Egal, was denn da kommt. Keine Ahnung, hier gleich. Ja, der kann eh nichts. Na, alte Klappstuhl. Hallo Jaden. Was war das genommen? Wir gehen jetzt da um, nur kurz zum Zorger. Da gibt es Sulfur Ash und ein Hufer Fire Elementals. Ist ohne Fernkämpfer sehr nervig. Sehr blöd jetzt noch eine Regel. Die Fire Elementals sind extrem schnell und sehr agil. Sprich, du rennst ihn durch das halbe Level durch immer noch und kriegst sie fast nicht zum Töten. Ja, was implementiert, du kriegst Besuch von ungefähr 200 anderen Kollegen, weil durchs Umeinander deiner Pulks natürlich alles, was umeinander steht. Ist eh klar. Gibt's ein richtiges Massaker in dem Fall? Sonst, da hinten gibt's ziemlich viel Saphire und ein paar Sulfur-Ash-Vorkommen. Ja, als Loot geben sie ein bisschen Sulfur Ash und sonst noch irgendwas. Also, sie sind prinzipiell uninteressant, außer du bist halt scharf auf Sulfur Ash und Saphire. Das da, der ist Sulfur Ash zum Abbauen, oder? Da, Sebi. Und dann sagst du, will ich da unten nicht weiter rumrennen, weil das Ganze ist eigentlich nur eine Höhle mit ca. 5 Fire Elementals und dort mit Herzwissen. Nichts prickelndes, das haben wir schon gekämpft. Ja, aber schau da, da. Da, da, aber.
Fackeln. Wo ist mein Lichtspender hin? Ich würde abkaut. Wenn ich die Nöhe bin, muss ich wenigstens kein Licht laufen. Dann sperre ich mir die Taschenlampe. Ich hasse das Zeug eh permanent, du erwischst so die ganze Zeit. Ja, das spüre ich. Ja, halt wieder zurück hoffe. Und rentiert sich nicht, gell. Längst bloß in Respawn. Also eigentlich müssen wir jetzt ganz hoch für wieder. Da ist nochmal das Kupferteil. Die Ecke ist komplett respawned. Aber kein Gegner da. Ja, dann die Power up. Ganze Hürde ist auch. Ist eh klar. Immer nett, wenn es respawnt, aber wie gesagt, sehr, sehr unwahrscheinlich normalerweise, wenn du Alunäckchen wirst, mal zumindest. Ja, jetzt ist der Ghost da. Weg, weg, weg. Musst du wieder nochmal legen. Der Ghost ist nicht so ein Problem. Wäre mir jetzt schlimmer, wenn es ein Ding wäre. Slimy. Oh, da war eine Goldmine. Zum zweiten Mal gefehlt, ist das Wahnsinn. Ist ja klar, wenn man Anfänger auf Kupfer loslässt. Genau. Das würde ich zugehören. Aber gab mir nicht anders schon. Die haben schon fast 80 Meinung. 71 und ist trotzdem eine Kacknotmäßig. Okay, da ist leer. Ja, dann probieren wir es doch halt auch mal.
müsstest eh gleich überladen sein, oder? 82. Ich bin nicht der Ninja-Looter von uns zu. Wo alles sich unter den Nagel rissen will. Nein, nein. Oh. Stopp. Ich will hier einen Anhängsel. Oh. Doch mehr als gedacht. So. Oh. Schön. Jetzt sagt er mal nicht, wie viel das ist. Es gibt die Spannung oben. Könnt ihr einfach hier sein? Ist das wurscht, wenn du 5 bringst, dann kannst du dich auch miteinander unterhalten. In welche Richtung? Ja, Ute. Ute! Ach Gott, so fett. Lauf, Forest. Anfänger rennen wieder über der Lane, wo sie Gegner aufsammeln, anstatt das. Ich hab Urmann um die Ecke geklungen und hat's gleich bang gemacht. Ja, um die falsche Ecke, nämlich dort eine, wo nur Mobs sind und nichts braucht. Na, das wolltest du bloß. Ja, garantiert. Zur Türrusse links. Warte, wo soll's anders sein? Du slimmst ja auch als Zimmer da, ja, ja. Ich will los, da. Mach gut Spaß. Oh oh. Da kommt ein roter Slime. Ja, da oben. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Eigentlich wird es ein bisschen nervig, Jungs. Wo war der? Digga, genau, ins Bock. Außerdem bin ich eh gleich voll. Der Hebel lässt sich nicht anklicken, so ein Scheiß. Der Hebel lässt sich nur im dritten Stock runter anklicken. Oder halt im allerletzten Stock, sagen wir ja, so. Ja. Nicht so langsam wie du. Tisch halt auch mal Gegner looten anstatt als Liegelo. Dann hätte ich vielleicht auch mal schneller am vollen Backpack. Wieso die hast du gelootet? Wieso soll ich die alle mitnehmen, wenn ich fast voll bin? Du läufst ja immer als Liege und rennst einfach plus weiter. Ach so ein Quatsch. Ja, dir! Alter, wenn du weißt, was ich looten soll, dann fange ich auch nicht an looten, wenn du nie mehr Looter spielst. Achso, ich nehme immer bloß einen Einzelnen oder zwei für den Gegner. Ich nehme nur die ganze Zeit. Ich weiß nicht, dass das ist. Hahaha. Muss halt selber probieren. Ja, klar, dann kommt die ganze Zeit. Sorry, Moment lootet da jemand. Sorry, Moment lootet da jemand. Ne, danke. Ah, da geht's raus. Juhu. Was tust du eigentlich? Lass mich einfach dahinter stehen. Wir hätten doch nicht die Räume anschauen wollen, wenn du noch nicht mal voll bist, Alter. Die kann man so füllen. Schau dir mal, was da los ist. Ja, da gibt es aber keine Ärzte mehr. Da bringen mir meine 10 Kilo, die ich mir freilaufe, hier nichts mehr. Eieiei, 10 Kilo. 3 Ärzte. Ja, sehr, für 10 Kilo kann ich 20 Ärzte mieten hier, Alter. Wird alles überbewertet. Die Ladezeiten sind horrible.
Also mit der Schwerklaufe sehr kontraproduktiv, Sebi. Da musst du Vollgas drauf, weil sobald du einen Moment... Eine Sekunde früher gestorben. Achso, ja, ja, aber den kriegen wir vielleicht nur einen Down, weißt du? So kriege ich ihn nicht down, weil der heilt sich schneller, als wie ich ihn abkloppen kann. Das heißt, da muss ich echt permanent drauf bleiben. Ich muss auch, ich muss mit meinem Berserker reinholen, mit Flammending und muss einfach drauf rotzen und umfallen. Ich glaube nicht. Das letzte Mal haben wir zwei auch gemacht, weißt du, ne? Am Anfang. Aber da sind wir gelaufen. Und da ist einfach nicht gut. Wir sind ja keine Bewegungsleger stehen. Wir müssen einfach nicht aus dem Gang. Ja, ich muss aber stehen, Bibi. Weil sonst kann ich meine Casts nicht wirken. Ich habe ja so schon die ärgsten Probleme, um die Casts durchbringen. Wieso? Du bist ja kein Cast. Die Mobs müssen stehen, weil sonst bringt mir meine AOE nichts, wenn die umeinander pult werden. Das ist ja klar, aber der Moment, wo wir belehrend, müssen wir das einfach so machen, oder? Ja, aber es ist bei deiner Geister, wie gesagt, in der Dreiergruppe musst du draufrotzen. Ziel aussah, schau, dass der Niedrigsten als Target erwischt und Vollgas draufrotzen, was Gott will. Sonst wird es nichts, sonst können wir uns an der jetzt zwei Stunden lang Zeit ausbissen und sind um uns umstehen, will. So ein Quatsch, mir hat es sofort angeschaut, jetzt müssen wir auch rennen. Oh, Dreiergruppe haben wir kein einziges Mal gemacht. Die haben wir vorher nur down gekriegt, weil der Urne schon durch die zwei Ding getötet gewesen ist. Wenn wir eine Dreiergruppe schaffen, dann hätte ich am Boss auch nicht wegdenken. Ja, kein 10.000, Mann. Da ist immer eine Wiese vorm Pferd. Außerdem ist halt da wie das Deck fällt. Wenn das beschissen fällt, dann ist kacke. Wie gesagt, ich brauche Berserk. Ohne Berserk kann ich sowieso nichts ausrichten, weil mein Schaden reicht bei weitem nicht aus, dort dazu noch haben. Gut, aber dann hast du ja fix gelockt, oder? Nein, in dem Deck nicht. Weil in dem Deck brauche ich Crowd Control, damit ich die Menge an Mobs auf mich heben kann. Das ist da, kann ich nicht mit diesem einfachen Deck mit gelockter Karte fahren. Das ist da hier nur mehr möglich. Das ist schon klar, aber ich habe meine zwei wichtigsten gelockt, damit ich die immer zur Verfügung hier. Heal und dann nur eine Geschwindigkeitsbuff. Bringt mir nichts, weil dann hätte mir die Skills werken hier, die ich unbedingt brauche. Ich habe einfach zu viele, die ich benötige, gerade für das ganze Crowd Control-Zeug. Siehst du, der Typ, der da liegt, der hat mich das letzte Mal gerettet. Weil der und sein Kumpel zusammen haben Urnen für den Geistertöter hier, so dass wir beim ersten Mal nur zwei hier haben und nicht ihn. Darum bin ich mich auch so gefreut und bin sofort losgelaufen, als ich sehe, dass dahinter kämpft wird.
Solange die NPCs gegeneinander kämpfen, kann ich nämlich auch nur nicht die Chance nutzen, um das Zeug zu töten. Das ja, kann das sein, dass du wieder das Streamlauf hast. Ein anderer. Ja, Deathlauf im Hintergrund. Na, dass du Lütte gemacht hast, weißt du? Weil ich höre. Nee, eher leiser gemacht sogar. Komisch. Lauf vielleicht auf 10% oder so. Mal sehen, ob ich sie Wimworld im Oak-Paper. Schau, was Neues gibt. Ja, im Endeffekt ist gleich viel Gold, es hat sich nur auf mehr Fläche verdoppelt und du musst halt mehr latschen und musst länger leben. Und du musst halt mehr Mobs killen, weil die Respawn-Rate extrem hoch ist teilweise. Also jetzt gerade was die... Vorher sind sie keine Gegner gesehen. Es war ja nur kurz einmal angeklopfen, Thema jetzt erledigt. Aber jetzt muss ich wirklich fighten. Aber wie gesagt, diese großen Gruppen, die sind halt jetzt ein ernstes Problem, weil Alunik schaffe sie nicht mal mit meinem Maximum Burst. Hätte ich auch schon probiert. Ein Deck zum Bauer, das nur auf Burst Damage aufgebaut ist. Und ein paar Death Skills, die er hat. Ich krieg die Geister nicht weg. Alunik, einen einzelnen Rotz ist sowieso, da muss ich mich noch nicht mal anstrengen dafür. Aber alles, was halt über einem Einzelnen ist, ist echt. Außerdem begeistern sollte ich vermeiden zum Rennen, gell Sebi, außer du hast etwas, wo der Line of Sight unterbricht die ganze Zeit. Die machen nämlich höheren Damage mit ihrem Cast, als wir mit ihrem Schlag. Also solange mit deiner Herren im Nahkampf bist du nur relativ sicher eigentlich. Packt der bei dir auch? Sebi? Ah, jetzt ist schon umgefallen. Bei mir ist der Gegner immer noch da gestanden in der Mitte vom Raum. Das ist das, was du das letzte Mal auch hier hast, wo du nicht looten können hast und den Rest vom Lebensbalken erhalten bleibt. So, bitte.
Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Yep. Weil muss mal schauen, ich glaube leere Beutel sind nicht da. Nee, hast nur wenn was drin ist. Das ist nämlich, glaube ich, damit in der Bank und so der Überblick pepsch, in welcher Beutel das etwas drin ist. Naja, wahrscheinlich. Irgendwas müssen sie sich da überlegen. Das ganze Item-Management ist noch ziemlich crappy. Oh, das ja gut, das mit den Stacks, das mit den Stacks bin ich mir sicher, dass sie das nicht ändern, Sebi. Es gibt extra Optionen in der Option für das und das funktioniert einfach nicht richtig. Also das die Option in der Option nicht hier. Wieso? Da gibt es eine Option, wenn wir noch nie aufgefallen. Stack Items. Aber nicht in der Bank, nur im Ding. Nur in dem Inventar. Und da funktioniert es ja, dass er Autostack macht, weil sonst steht er da auch alles separat hinlegen. Das betrifft nur das, so viel ich weiß. Wenn du das ausschaltest und du nimmst etwas auf, dann wird jede Mandrakut und jedes einzelne Fitzelchen, was du von einem Gegner lootest, separat. Wenn ich mir recht erinnere. Na, schauen wir mal, was sie mit auspacken. Was bist du denn für die andere Richtung? Na, ich bin dort lieber, wo wir jetzt gesehen und ich hier halt einfach nochmal in den vorigen Raum und hier nochmal zwei, drei Sachen raus. Bevor der Windspawn kommt, sind die Ablers zwei Geister, wo der hier spawnt. Weil das mit der Bank und so weiter, da sind sie, glaube ich, stolz drauf, dass das so viel Zeit braucht und dass das so viel Aufwand braucht. Stolz drauf. Ja, weil das verhindert Bot-Using zu 100%. Oder meinst du nicht? Mit dem verhindere ich auf jeden Fall zu 100%, dass ein Bot verwendet beim Fehlpass. Mittlerweile sind die Skripts so gut, wenn jemand botten will, bottet er alles für ihn. Weißt du, wenn der weiß, was er tut, das ist nur mal so wie vor 10 oder 20 Jahren zu OZ. Meinst du, dass er da im Skript so, hey, jeder kommt, dass er sieht, empfindet? Jeder Anfänger kann mittlerweile hacken, wenn er die Bausteine zusammenkriegt. Wieso soll es da nicht anders sein? Ja, wie gesagt, ich weiß bloß, dass es auf jeden Fall... Oh, ein Geil. Komm schon, scheiß Karten.
Oh, Fernsehdunkel, sehr schön. Doch gar nicht, Mann. Der war so kurz davor jetzt mal da. Das ist das, was ich gemeint hier sehe, auf der da musst du drauf bleiben, wenn das Alter, nicht. Alter, ich habe kein Bildschirm hier. Es war schwarz, ja, ja, ich hab nichts gesagt. Weiß ich, aber du hast dort durch eine Damage-Pause hier. Dann kriegst du noch eine Nummer lang. Wenn er die Pause hört, dann ist er so wie Daumen wieder. Ja. Ja, sowieso. Wenn die richtige Karte kommen, sind die kein Problem. Nur wenn sie halt nicht kommen, ist scheiße. Bei mir ja, braucht es ja sowieso allgemein die Crits zum unter Control heben, sonst funktioniert das mit meinem Ding nicht. Also wie gesagt, ein einzelner Gang gut, aber bei dem beim zweiten wird es ein kritisch für der mir einfach. Ja. Aber das weiß ich schon seit längerem. Also mit dem kämpfe ich schon seit ein paar Tagen, dass ich da Hunde einfach nichts mehr die Salone. Na gut, das ist schon schilder Absicht. Damit man nicht das macht, was wir davor gemacht haben. Ja, du hast halt innerhalb kürzester Zeit, das erklärt ja auch, wieso die ganzen Leute teilweise 1000 Goldor zum Verkauf haben. Aber wenn du echt nichts zum Tour hast und du hockst du rum und die Stadt wie nicht kannst du erfahren, dann kommt einiges zusammen. Wie voll bist du jetzt? 129. Ich will nur mein zweites Druck. Verficktes Limes, außerdem bin ich überladen, ich überlebe ihn um. Wenn der 6 fällt, dann ist das ziemlich schwierig.
So. Ja, lagen wir uns aus, oder wie? Aus, ja. Aus hier und dann schauen wir mal, was da oben ist. Ich muss noch kurz Revanche nehmen an den Jungs, die mir vorher umgebracht haben, da draußen. Der Sackhaufen. Jetzt sind sie weg. Beziehungsweise ist es nachher. Na, fürs Spiel. Ja. Bist du gar nicht raus? Ich habe gesehen, ich muss rauslagen. Achso, rauslagen? Oh, okay, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur raus verstanden. Weil ich muss zurück, ich bin überladen, ich muss mal Platz machen, sonst wird das nichts mehr. Und dann kannst du für deine Leute, wenn du mit noch ohne Gegend rauspicken, so gut, dass eine halbstündlich hin noch Zeit noch haben. Oder Lust und Laune, weil dann kommt das Lieseli irgendwann. Mhm. Weiß ich nicht, was gern sorgertätig oder was sie mal gern sehr würden. Also sie können ja selber zeigen, was sie gern sehr würden. Wir können natürlich zur T5 Necropolis gehen und schauen, ob wir dort auf die Fresse kriegen. In diesem Special Dungeon. Schön die ersten zwei Ebenen. Du meinst die Single Instanz? Ne, genau bei uns gegenüber auf der Insel ist noch einmal so eine, aber halt der Gruppeninstanz. Ja, dann machen wir das mal. Schauen wir es uns mal an. Das hört sich nach einem kleinen Spaßakt an. Also die ist sogar schon speziell kennzeichnet, da ist hier schon auf alle Bitte, dass das irgendwas Besonderes sein muss. War mir zuerst nicht ganz sicher, ob das nicht für dich sogar ein Ding ist. Eine Stadt oder so, aber es schaut eher noch im Gegenteil aus. Außerdem hast du mal gesagt, hier, sie haben jetzt neu eingefügt auf der Overworld-Karte. Statt irgendwo immer beim Level-Eingang der Pfosten mit der Totenköpf drauf. Ja, ist mir doch geil. Dann siehst du ziemlich vielen Levels jetzt vorne Husse irgendwo stehen. Du musst zwar knallen reinschauen. Und es sind nur diese Dinge, wo schon fertig sind, also nichts, was an der Construction ist. Das ist ja klar.
wir müssen zurück nach Xenos, oder? Mit dem ersten Bündle, wenn man aus der Etceter Meinung rauskommt. Ja, muss halt den nach Elysium, hast das Boot und das nächste Boot, das man nehmen muss, ist Adi. Dann ab und zu kriege ich richtigen Krampf, wenn er das nicht richtig einstellt, mit dem das Tab drückt hast und das, der Zeiger rausnimmst und der Bildschirm sich immer noch so komisch bewegt, weil der Zeiger nicht im Lot ist mit dem Ding, mit der Mitte vom Bildschirm plötzlich. Mhm. Und ich habe es immer noch nicht gelernt, dass ich in dem Moment nicht anfangen sollte, umeinander zu schaukeln. Das wird depp. Das erste Schiff hast du nicht Elysium für Jesus gesehen. Und danach kannst du den Zug fahren. Seit wann hast du es gesehen? Aus? Weil die Insel hast Elysium. Keine Ahnung. Es hat kein Elysium, wo ich hier, also ich nicht gesehen habe. Da bin ich noch halt richtig drin. Okay. Weil, früher hat es Elysium geheißen, Ferry to Elysium, nach einer Insel. Kann natürlich sein, dass sie es jetzt geändert haben, weil in den meisten anderen Fällen ist ja immer der Name für die Stadt gefragt gewesen, wo sie die Ahne transportiert haben. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel bei Ari, da können sie leicht schreiben, was beim Laden unter beim Bildschirm Entering Novia. Ja, ja. Ari wäre ja eigentlich nicht Ari, sondern Novia. Wer hat gesagt, er ist als Novia. Ich habe mich nämlich am Anfang gewundert, dass bei einer Insel das auf die Insel bezogen war und bei der anderen auf die Stadt, die dort da war. Ja, da hat sie sich wahrscheinlich nicht ganz geeinigt, wie sie das System machen. Drum das ohne so und das andere so. Muss ich mal schauen. Das gibt's ja jetzt wohl nicht. Ich hab keinen. Ich kann nichts zerlegen, weil ich kann's Missy haben mit mir. Sehr schön. Was mir irgendwie nicht in den Kopf will. Ich glaube nicht, dass die Belgier noch lange näher bei uns wohnen. Wieso? Was der Garlic ist schon fertig, da steht Matu geplant. Da kannst du schon ernten, wenn du willst. Okay.
haben wir Kampfschrift, dass die nochmal lang bei uns sind? Ja, weil sie das Glashaus immer wieder leert und sie, mit der ich immer quatsch, ist eigentlich bloß noch in der Rande der Stadt hier ein großes zweite Haus sein. Okay. Also die 200 Corpse Wax, die ich mitgenommen habe, hier auf der Eisel, die habe ich einfach dem Händler verkauft, weil es mir zu viel Gewicht war, zum wieder zurückschleppen. Oh, nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass wir mit Corpse Wax so schnell ein Problem haben. Warte ganz kurz, bin noch am Sortieren da. Das müssen wir gut ausgehen, oder? Ah, oh, gut. Ja, Garlic ist immer schon schnell gewachsen, aber ist krass. Wie viel hast du jetzt gekriegt pro Pflanze? 3. Also nicht gerade so rentabel. Nur 3? Mhm. Insgesamt haben wir 75 Garlic zusammengebracht. Okay. Naja, das ist echt keine gute Ausbeute. Da muss auch irgendwas mit dem Ding, mit dem Wässern oder so nicht gestimmt hier. Glaube ich. Weil das wäre dann doch schon selbst. Ja, das könnte schon gewollt sein, weißt du? Ja, der erste ist ja auch erst nach dem Tag gewachsen, wo wir sie damals gesetzt haben, die 3 Pflanzen. Nein. Da hier nicht gleich schon 3 Garlic-Husser zu können, als in See schon mal gewässert hier. Bei dem hat sowieso irgendetwas nicht gestimmt. Ja, abpflanzen lasse ich die noch haben. Kannst du den Leuten sagen, wie es gehört. Das ist nämlich ziemlich nervenaufreibende Scheiße. Was ja, aber das tue ich ja noch nicht alles machen, wenn ich umstream. Was ich mich immer noch frage, wo sind die ganzen Repair-Kits an, die es letztes Mal gekauft hier? Ich habe für über 1000 Gold Repair-Kits gekauft. In der ohne Stadt, oder? Ja. Ich habe keine im Inventar. Sind sie vielleicht da im Ding hier noch? In der Kiste, ja, statt da. Gib mal Repair hier. Weil in der da vor der Tür sind sie nicht. In der Gerichtssache. Ist nichts. Nur Craftables. Weil in der Bank kennen sie nicht.
alle Kiste durchgeschaut. Da ist nix mit Repair-Kit. Das ist ein Blacksmith, ist da drin, ne? Und Tailoring. So. Aber das ist das, was mich wundert, weil ich das letzte Mal 6 oder 8 Stück gekauft. In der Pflanzkiste schon nichts drin. Nein, wenn, dann müssten sie schon in der Kiste sein oder in der mit dem Material. Das weiß man nie, wo das Zeug irgendwie versehentlich hingezogen ist. Ja, wahrscheinlich die andere habe ich erst gerade sortiert. Darum kann es fast nicht sein. Ich schaue ja immer, ob ich Bücher aufstellen kann und so. Die Schneeballboxen funktionieren auch nicht ganz. Die geben wir bloß einmal in einer gewissen Zeit und die sind Jahreszeiten abhängig, Sebi. Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Ja, du hast das erste Mal gekriegt, weil sie ja am Anfang, weil die Kiste ja für dich schon seit Ewigkeit ja bereit liegt. Seit dem Monat Weihnachtsding, wo du dir einen Weihnachtshelm geholt hast. Die Snowballbox kommt ja für die Weihnachtsquest, wo du da gemacht hast. Wo du die rote Scharmützel gekriegt hast. Das hast du doch kleben müssen. Als Reward. Das ist ein roter Helm für die Weihnachtsquest, ja. Nö. Den für den Monat Typ kriegt, für den Roboter. Ja, aber jetzt beim zweiten Mal hast du ihn claimen müssen, oder? Nö. Ist ja durch das Claimen auftaucht. Claimen hier ja nie was gemacht, außer das jetzt in der Phase. Ja, aber was du hast Sachen gemundet, die du nachher mit dem Claim kriegt hast du dadurch. Weil das Zeug war ja fort, das ist ja nochmal auf deiner Bank gewesen, es ist ja alles gelöscht worden. Nein, der Hut ist da gewesen. Ja, diverse okay. Also das Benefekt. Ja, ich habe noch ein paar Einsteiger-Sachen hier für das Bild, für dieses 45er-Paket, wo eigentlich jeder hier hat. Gut möglich. Leute, ich bin da mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.